meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Brigitte-Box. Ja, ich habe schon ein bisschen länger die Brigitte-Box hier stehen. Ich habe sie noch nicht weiter aufgemacht. So sieht diesen Monat das Design aus. Ein dunkles Aubergine mit so einem schönen Currygelb. Finde ich super gut. Das sind meine Farben, die mag ich total gerne. So, jetzt machen wir mal die Box auf. Ihr könnt noch sehen, die ist noch komplett zu. Schön geknotet hier mit einem weißen Schleifchen. Und dann gucken wir mal, was hier für Produkte drin sind. Dann ist erstmal wieder eine Leseprobe mit drin von Luca di Vulvio, als das Leben unsere Träume fand. Okay, kenne ich gar nicht, sagt mir nichts. Dann hier die Werbung wahrscheinlich für einen Adventskalender im Wert von 200 Euro von Brigitte Box. Merry Christmas kostet 49,95 Euro für Brigitte Box Kunden und 59,95 Euro wahrscheinlich für jemand, der nicht die Brigitte Box hat. Okay, ich hatte mich da schon mal mit beschäftigt, aber ich glaube, ich fand das alles nicht so berauschend. So, ich nehme jetzt mal dieses ganze Fluserige hier runter. Und dann können wir schon mal sehen, eigentlich, Donnerwetter, diesen Monat finde ich sie schöner. Schaut mal rein, könnt ihr schon mal so ein bisschen erkennen, was hier so alles drin ist. Auch dekorative Kosmetik und so. Oh, da bin ich ja jetzt echt mal gespannt. Ein Produkt kenne ich schon. Muss ich auch im Übrigen sagen, finde ich sehr gut. Ich gucke mal gleich hier rein, vielleicht, dann brauchen wir nicht hinterher wieder suchen. Und da haben wir schon Love Me Green Revitalisierende Handcreme, die regenerierende Naturkosmetik, Bio-Handcreme mit feuchtigkeitsspendenden Rückfetten der Shea Butter und Sesamöl aus ökologischem Anbau soll die Hände zuverlässig schützen und pflegen. 75 ml kosten 7,90 Euro. Ist ein normaler Preis, wenn man eine gute Handcreme hat. So, dann haben wir hier wieder was von Roger und Gallier. Es ist ein Duschgel. Und zwar mit wie vielen Millilitern hier? 50 Milliliter. Die sind auch gleich hier nebenan. Da gucke ich mal. Das Duschgel reinigt durch einen milden Schaum und hüllt die Haut in einen energiespendenden, blumig-holzigen Duft. Gingembre Rouge weckt all ihre Sinne und zaubert sofort gute Laune. Die kostet 2,50 Euro, dieses Typchen. Ich möchte jetzt mal schnuppern. Ich bin der Meinung... Oh ja, das riecht gut. Schön... Ein bisschen würzig frisch, möchte ich sagen. Ne? Ein bisschen hölzern frisch, aber sehr schön. So, dann haben wir von E-Triple Hyaluronic Triple Effect. Und zwar ein Cleansing Mousse, 100 ml. Oh, Leute, ihr wisst ja, ich liebe so die ganzen Sachen Cleansing Mousse und Cream und Hyaluron. Und ja, da freue ich mich. 100 ml, ich schaue gleich mal, wo wir den haben, hier vorne. Von E-Triple, der feuchtigkeitsspendende und zart schäumende Hyaluron-Reinigungsschaum entfernt schonend Hautrückstände und Schmutz. Durch die neuartige Formel mit Hyaluron soll sich die Haut im Anschluss fester und vitaler anfühlen. Naja gut, Leute, ich sag mal so, das ist schon schön, wenn da Hyaluronsäure drin ist und es macht auch die Haut schön. Für mich ist schon wichtig, wenn sie hinterher nicht spannt. Aber dass ich jetzt immer sagen möchte, könnte, dass man wirklich hinterher schon das so fühlt. Also ich denke mal, das fühlt man in dem Sinne, dass man sagt, okay, die Haut fühlt sich prall an, feucht an und nicht ausgetrocknet. Und das macht eben das Gefühl von, dass die Haut eben hinterher auch schon sich ja, vital und fester anfühlen soll, ne? Weil sie halt nicht ausgetrocknet ist. Freue ich mich extrem drüber. Also ich gucke schon hier in die Box und bin jetzt schon total begeistert, weil da sind Produkte drin, die gefallen mir einfach. Ja, finde ich sehr schön. Super, also diese drei Produkte schon, klasse. Ich freue mich schon immer, wenn mir die ersten Produkte gut gefallen. So, und dann haben wir hier was ganz Großes. Und zwar Color Destries Shampoo. Oh, wenn ich dein Lieblingsshampoo werde, kannst du mich hier bestellen. Ach Gottchen, Piobella. Okay, kenne ich gar nicht, sagt mir nichts, kann natürlich so eine neue Startup-Firma sein, kann aber auch schon eine alteingesessene sein und ich kenne sie noch nicht. Ich gucke jetzt mal gerade, ob ich die irgendwo finde, denn das ist ein Shampoo und ich habe jetzt erst mit dem Shampoo angefangen von Ghoul. Ich hatte das von OT-Kram leer und ich komme da so schlecht an die Bestellung, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, aber da müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir haben einen Fehler gefunden. Das liegt nämlich an unserem Rechner. So, Piobella. Okay, regenerierendes Farbshampoo mit Extrakten aus indischer Kassi-Pflanze, kenne ich nicht, und Seegras. Das Shampoo kann seidigen Griff und Glanz verleihen, ohne zu beschweren.
Die waschaktiven Substanzen werden aus Kokosöl gewonnen. 200 Milliliter, 9,95 Euro. Und ein Rabattcode darunter. Den werde ich euch aber zeigen. Ihr braucht ja jetzt nur das Video anhalten. Und dann könnt ihr euch das bestellen. Okay. Ich schreibe ihn euch unten nochmal mit in die Infobox rein, falls man ihn jetzt nicht gut lesen konnte. Finde ich sehr schön. Okay, ich habe jetzt das Ghoul-Shampoo heute angefangen. Muss ich auch sagen, ich war ja mal früher ein extremer Ghoul-Fan, so in jungen Jahren. 15, 16, 18, da habe ich also unheimlich gerne ein Ghoul benutzt. Und regenerierendes Shampoo mit Extrakten aus der indischen Kassi-Pflanze und Seegras zur nährstoffreichen Reinigung von gesträhnten, gefärbten oder gewelltem Haar. Ach, ich denke immer, das kann man auch so benutzen. Wenn so ein Haar ist ja meistens strapaziert. Und wenn es strapaziert ist, kann man mit jedem anderen Haar da auch beigehen. Ne? Also ich werde das trotzdem benutzen. Verleiht seidigen Griff ohne zu beschweren. Das ist für mich immer ganz wichtig, weil wenn die kurzen Haare ständig runterfallen. Ne? Also heute sind die hier super fluffig, auch von dem Ghoul Shampoo. Ich habe ein bisschen L'Oreal Schaumfestiger mit drin, den ich da immer benutze. Und ja, also gefällt mir auch sehr gut, das von Ghoul. Schäumt wenig, gründlich ausspülen, na klar, sparsam verwenden. Am besten, man macht sich so eine Dosierung immer in einer Flasche fertig, die man in so einem Laden kaufen kann für Friseurbedarf und so. Da gibt es so Flaschen mit so einer langen Tülle dran. Und das benutzen die Friseure ja auch, weil die nehmen das ja auch nicht konzentriert hier raus, sondern die machen immer ein bisschen rein in die Flasche, füllen Wasser auf, schütteln das und dann nimmt man das mit in die Dusche und dann kann man damit seine Haare waschen und spart natürlich immens Shampoo. Ist bei Ghoul jetzt auch der Fall, ich werde das auch wieder anfangen und werde mir so eine Flasche kaufen. Wenn ich so eine habe, werde ich sie euch mal in die Kamera halten, spätestens oder frühestens sogar gleich auf Instagram. Wer mir da noch nicht folgt, herzlich gerne, da komme ich immer mal wieder, die letzten zwei Tage nicht, weil wir weg waren, aber komme ich immer mal wieder mit Dingen, die dann schneller mal an euch ran sollen. So, ne? Ja, finde ich super, auch schon wieder toll. Was haben wir hier von Logona Naturkosmetik? Straffende Augencreme mit Bio-Sandkorn, Mildert, Mimikfältchen, oh Ladies, schaut mal. Och, das finde ich ja gut. Und Augencreme kann ich immer gebrauchen. Und die Firma Logona habe ich euch auch schon vorgestellt. Ich habe ein Video dazu gemacht, zu der Tonerde-Waschcreme. Einmal hatte ich was mit weißer Tonerde und einmal mit Patchouli. Schaut meine Videos durch, da werdet ihr ein Video finden, nur mit Logona. Gibt es bei uns im Reformhaus, finde ich ganz toll. Ich mag Logona. Ich finde Logona immer klasse. Muss nur gucken, wo ich das hier finde. Hier haben wir sehen. Okay. Logona Naturkosmetik, Age Protection, straffende Augencreme. Die straffende Augencreme mildert Mimikfalten und reduziert dunkle Augenschatten. Die hochwertige Rezeptur mit dem Zell-Vital-Komplex plus Hyaluron aktiviert die Zellerneuerung und die sensible Haut um die Augen werden intensiv mit Feuchtigkeit versorgt. 15 Milliliter, ja, kosten 18,95 Euro. Oh. Ja, gut, meine Aveen-Augencreme ist auch nicht billiger, aber ist auch schon ein Preis, ne? Ich gucke jetzt mal, ich mache die jetzt auf, weil ich ja immer, ich mache ja die Aveen-Augencreme abends noch drüber, ne? Und da drunter kommt immer was anderes. Gucken. Ja, okay, weiß. Wie lässt sie sich verreiben? Zart. Zieht schnell ein, hat eine leichte Textur. Ich gucke gleich mal am Ende der Box, wie trotzdem sich die Hand anfühlt, wenn die Hand versorgt ist und sich weich und durchfeuchtet und wirklich genährt, gesättigt anfühlt. Dann kann auch eine leichte Creme sehr gut sein und dann schauen wir uns das mal an. Oh, da bin ich ja, ich bin ja schon wieder begeistert. Ja, die Box, die letzte Box war auch nicht so, da war ich auch nicht so begeistert von. So, was haben wir denn hier? Eine Mascara. Ups, was haben wir denn hier? Superlash. Wisst ihr was, ich mache mal hier kurz diesen... die Folie ab, weil ich finde immer, man kann nichts erkennen. Ich kann immer gar nicht lesen, was das für eine Firma ist. Ach, von Maybelline. Und zwar Lower Lashes und Mega Eyes. Ach, ist das nicht die mit den zwei Seiten, Mädels? Ist das nicht die? Wir gucken jetzt mal. Ich mache die jetzt mal auf. Okay, da ist das schwarze Bürstchen. Nylon-Noppen, keine Silikon-Noppen. Ach, und hier eine ganz dünne. Okay, wir lesen jetzt mal. Ich werde die mal raussuchen und dann lesen wir mal, was das für eine Mascara ist. Ach, hier haben wir sie ja schon. Also, das ist von Maybelline. Mega Eyes Mascara. Die Mascara hat zwei Applikatoren. Eins für die oberen und eins für die unteren Wimpern. Ach, das ist ja cool. Deswegen, die Mascara soll Ihnen Augen effektvoll
soll Ihren Augen effektvoll Volumen verleihen. 8,95 Euro. Ich habe euch ein Essence-Video abgedreht und da zeige ich euch eine neue Essence-Mascara oder eine LE. Ihr könnt auch hier schon sehen, die ist so ähnlich wie die I Love Extreme. Die I Love Extreme fand ich früher schon toll, aber das ist ja so eine, so ein Bürstchen. Also oben kann ich noch tuschen, aber unten muss man echt aufpassen. Schön ist es natürlich, wenn jetzt hier Maybelline sagt, okay, ich habe eine Seite, da haben wir, Moment, nicht runterrollen, größere Bürstchen, also diese größere Bürste. Und damit kann man praktisch den oberen Wimpernkranz, das Bürstchen ist so ein bisschen in sich gedreht. Soll wahrscheinlich auch wieder dann sowas ganz Besonderes sein für mega Volumen und so. Oh, und diese hier ist schön klein für den unteren Wimpernkranz. Ja, die ist total toll. Guckt euch mal dieses kleine süße Bürstchen an. Finde ich sehr schön. Muss ich echt sagen, oh, die werden wir mal ausprobieren. Ach, ich habe ja schon gesagt, ich wollte jetzt mal wieder die Drogerieprodukte durchtesten. Mit Essence kommen, fange ich diese Woche an. Dann habe ich eine P2 Foundation noch liegen, die werden wir ausprobieren. Und dazu hole ich dann immer passend noch ein paar Produkte. Ich mische das immer ein bisschen alt, ein bisschen neu. Also ich habe nicht nur die neuen Produkte dabei, aber auch immer neuere und auch ältere. So, Mega Eyes. Okay, finde ich sehr schön. Ach, cool. Ich freue mich. Ich freue mich echt. So, und dann haben wir hier von Lord & Barry... Muss ich gleich mal gucken. Den haben wir doch hier, genau. Das ist ein Conceal It Crayon. Also ein Concealstift, wahrscheinlich so ein Concealer als Stiftform. Und der cremige Conceal It Crayon von Lord & Barry ist ein leicht aufzutragender Concealer in Stiftform. Er soll die Augenschatten, Pigmentflecken sowie kleine Hautunebenheiten ideal und lang anhaltend abdecken. Ganz ohne zu klumpen oder sich in feine Linien oder Fältchen abzusetzen, Donnerwetter. Der Stift eignet sich ebenfalls als Highlighter für den Augenbrauenbogen oder für die Wangenknochen. Kostet 16 Euro. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Dann gucke ich mal. Ich mache den nochmal ein bisschen dicker drauf. Cremig ist er. Alles in Ordnung, aber das wird nicht meine Farbe sein. Na gut, macht nichts. Werden wir mal schauen. So, dann gucken wir mal weiter, was hier noch drin ist. Was ist denn das? Bonjour Paris, Intense, extra 03, was ist das? Schaut mal, erstmal die kleine Dose in Staub abmachen, so sieht sie aus, das ist sie, kommt nochmal ein bisschen näher ran, könnt ihr sie, glaube ich, gut erkennen. So, und jetzt gehe ich mal auf die Suche hier in dem kleinen Heftchen, wo die ist, ah, da haben wir es. Also, bonjour, Little Round Pot Eyeshadow. Verleihen Sie Ihren Augen Tiefe mit langlebiger Farbe. Geeignet sowohl für nasse als auch trockene Anwendung. Definiert die luxuriöse Puderformel der Creme Ihre Augen effektiv mit integriertem Spiegel. Das ist ein Lidschatten. Schaut mal, das ist auch wieder meine Farbe. Ich sag's euch, Ladies, guckt euch das an hier. Ich bin hier immer in Lachsfarben. Und ich gucke jetzt mal gerade, ich will den mal auftragen. Oh, sehr schön. Gucken wir mal, machen wir ein bisschen mehr drauf, dass ihr das auch erkennen könnt. Ach, ist das eine schöne Farbe, schaut mal. Könnt ihr von da bestimmt schon gut erkennen, ne? So ein richtig schöner lachsfarbener Ton. Den finde ich natürlich toll. Ist so ein bisschen schimmernd, kann man also nass und trocken auftragen. Und ich werde mir das dann mal angucken. Hat aber Pigmentschimmer, ne? Und... ich gucke jetzt mal, ich mache das nur gerade von meinem Finger ab. Ansonsten, ach, ist natürlich schön, ne? Also das mag ich. Das ist so meins. Das finde ich sehr schön. Da werde ich mal schauen. Okay, ich habe gerade mal meinen Finger hier, ups, den Ring gleich mit abgezogen. So, ja, auch toll. Ha, toll. So, und dann haben wir hier noch zwei Produkte, die sehe ich schon. Wund- und Heilsalbe. Hansaplast. Ach, cool. Schaut mal, da haben wir es. Und ich gucke mal eben, wo ich das finde. Ich habe das hier irgendwo schon gesehen, genau. Hansaplast Wundheilsalbe. Für Wunden und geschädigte Haut bis zu zweimal schnellere Wundheilung. Hilft Narbenbildung zu reduzieren. Also sowas, was also die Haut heilend ist. Ob kleiner Schnitt oder Schürfwunde am Knie. Kleine Verletzungen sind ein Teil unseres Alltags. Die Hansaplast Wundheilsalbe soll die natürliche Heilung von kleineren oberflächlichen Wunden unterstützen. Also Leute, das ist nur was für kleine oberflächliche Wunden. Nichts irgendwo, wo ihr sagt, also wo ihr einen Arzt braucht. Ne? Durch ein optimales feuchtes Wundmilieu fördert die Wundheilsalbe nachweislich eine schnellere Heilung und reduziert das Risiko von Narbenbildung. 20 Gramm
4,95 Euro. So, und ich sehe gerade, und die kleine, die haben sie hier noch einfach mal dazu gepackt. Das finde ich schön, weil dann lasse ich die eine zu Hause und man kann, oh, ich mit meinen Handtaschen, ne? Sowas kann man sich wirklich in die Handtasche geben. Ich gucke gerade mal, Wundheilsalbe für Wunden, ja genau. Man weiß ja nicht, manchmal ist man unterwegs und man ist irgendwo einen Tag, eine Tagesreise oder so und man bräuchte sowas und ich habe ja immer so einen Medikamentenkoffer in meiner Tasche. Oh Gott, Leute, ihr dürft in meine Tasche nicht reingucken, ist eine wandelnde Apotheke. Ist echt eine wandelnde Apotheke. So, jetzt gucken wir mal, was hier noch drin ist und jetzt sehe ich noch was ganz Nettes. Oh, das war mal so eine richtig schöne Beautybox und jetzt kommt nur ein Teil und zwar 50 Papierbackförmchen. Das ist wahrscheinlich für so kleine Muffins vielleicht. Papierbackförmchen Mini, genau. Karamell oder Schokolade. Wer weiß, dass man Muffins im passenden Backförmchen noch mehr genießen kann, darf sich über diese Motive freuen. Sie sind Schokofan oder Karamellliebhaber, dann sind diese Förmchen genau richtig. 50 Stück kosten 1,95. Ach, das finde ich aber auch mal neckisch. Ich habe ja noch nie welche gemacht. Vielleicht sollte ich für meine Kinder mal wirklich Muffins machen. Und von daher finde ich auch das Design sehr schön. Sieht man auch schon auf der Pappe, so ähnlich ist das. Und das finde ich cool. Mal nur ein so ein Teil und der Rest ist Beauty. Und ich finde es toll. Und dann haben wir hier noch so einen Knabberriegel drin. Den bringe ich gleich meinem Sohn mit. Und zwar Allos. Frucht und Nuss, Cashew Vanille, köstlicher Geschmack, softe Textur und voll mit guten, unverfälschten Zutaten wie fruchtige Beeren, knackige Nüsse, Datteln, Vanille und purem Kakao. Die zwei kleinen Genusskammern ermöglichen die perfekte Portionierung, ideal für unterwegs und zwischendurch. Ein so ein Riegelchen kostet 1,49. Ach, da ist ja noch was drin. Oh, also, der ist auch noch mit drin gewesen. Den kriegt gleich mein Sohn. Mensch, Mädels. Ich habe hier bald was übersehen. Oh, das ist ja meine Farbe. Passend zu dem anderen. Schaut mal, den gibt es, oh Gott sei Dank. Den gibt es einmal in so einem dunklen Ton und einmal in so einem hellen Farbton. Ich bin ganz froh, dass ich den in diesem rosafarbenen Ton habe. Und den werde ich jetzt nochmal hier auftragen. So, da könnt ihr ihn schon erkennen. So. Aber der gefällt mir gut. Der gefällt mir gut hier. Oh, da freue ich mich aber drauf. Das ist eine schöne Farbe, gefällt mir sehr gut. Also alles in allem hat mir die Box richtig gut gefallen. Da ist alles drin, was ich gerne haben möchte. Ich habe einen Reinigungsschaum für meinen Make-up zum Runterholen. Ich habe ein Shampoo, ich habe Roger und Garnier Dusche. Ich habe eine Handcreme, ich habe Kosmetik dabei. Das heißt, ich habe hier eine Mascara von Maybelline. Ich habe hier von Lord & Barry etwas, von Jeanne d'Arc. Und ich habe von Lorona eine Augencreme und habe dann auch noch den Lidschatten von Bonjour. Wund- und Heilsalbe. Also Leute, was will man mehr? Also ich finde es toll. Und nur ein Teil ist was so für den Haushalt zum Backen. Wie fandet ihr die Box? Ich fand die sehr gut. Und die war so schön bestückt und proppenvoll. Ich mache jetzt mal meine Hände sauber. Und also das ist immer das, wo ich auch sage, dann ist mal eine Box nicht ganz so der Knaller. Aber ich warte jetzt auch immer gerne ab, weil ich immer denke, ich weiß nicht, wie viele Boxen haben wir im Jahr? 6, glaube ich, ne? Von 6 Boxen sind, ich denke manchmal immer so, also mindestens 3 gut oder sogar 4 und 2 sind manchmal so, oh lala. Aber ansonsten hat sie mir sehr gut gefallen, richtig gut. Und von Etrebelle die Hyaluronsäure, das möchte ich auch gerne ausprobieren. Oh, Ladies. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns und dann bis zu meinem nächsten Video. Macht's gut, tschüss.